DHFK-TV wird Ihnen präsentiert von Allianz. Nächste Auswärtsniederlage für den SC DHFK. Am Samstag verlor die Mannschaft in Christian Prokop gegen den THW Kiel mit 25 zu 29. Dabei startete das Match vielversprechend. Die Grün-Weißen gingen nach zwei Treffern von Niklas Pitzkowski in eine frühe Führung. Erst in der 14. Minute konnte Kiel zum 6 zu 6 ausgleichen. Beide Mannschaften nahmen sich jetzt nicht mehr viel, bis der Gastgeber gegen Ende der ersten Halbzeit das Tempo deutlich anzog. Ich kann mit den ersten 20 Minuten top zufrieden sein, mit kleinen Abstrichen, aber umso unzufriedener natürlich mit den 10 Minuten, die vor der Pause passiert sind. Wir haben dort leider ein Blackout, was technische Fehler, Passfehler, in Kreis getreten oder Fehlwürfe angeht. Kiel bestraft das gnadenlos, spielt aber vorne auch unsere Deckung absolut schwindelig. Wir schaffen es nicht mehr, die richtige Aggressivität, die richtigen Stoppfouls zu setzen. Der Halbzeitstand von 18 zu 12 für den Gastgeber schien die Leipziger anzusporen. Nach und nach kämpfte sich der SC DHFK zurück ins Spiel und verringerte den Rückstand auf ein 20 zu 18 in der 39. Minute. Schließlich zog Kiel endgültig davon und gewann verdient mit einem Endstand von 29 zu 25. THW Kiel steht damit nun an der Spitze der Tabelle. Am Mittwoch gastiert der SC DHFK beim nächsten Gegner, dem SG Flensburg-Handewitt. Bis dahin bleiben die Leipziger vorerst im Norden. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.